Ja, von meiner Seite auch nochmal guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie wieder gekommen sind zu den Energy Charts Talks. Und wir legen gleich los. Wie immer schauen wir zuerst mal, wie war der Zubau der erneuerbaren Energien. Ich wechsle mal auf den Browser. Und wir haben hier die Energy Charts. Und ich drücke F11 für Vollbild und wir gehen hier unter Leistung, unter die installierte Leistung und schauen nicht im Jahr, sondern im Monat 2022. Das stimmt, aber wir schauen nicht die installierte Leistung, sondern den Zubau uns an. Und hier können wir rechts noch uns bei Konfiguration die Werte einblenden lassen. Und wir haben jetzt im September 691 Megawatt Solar zugebaut. Das ist ganz guter Zubau, zweithöchste dieses Jahr Monatszubau. Und wir wollen dieses Jahr ja 7 Gigawatt zubauen, geteilt durch 12 Monate, macht ungefähr 600 Megawatt pro Monat, was wir zubauen müssen, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Und wir sind jetzt da auf jeden Fall gut mit dabei bei der Solarenergie. Bei der Wind Onshore haben wir 273 Megawatt zugebaut. Das Ziel sind da 3 Gigawatt für dieses Jahr, das heißt 250 Megawatt pro Monat. Das passt auch, aber die vorhergehenden Monate waren da sehr schlecht. Und wir haben jetzt auch im September wieder Wind Offshore 99 Megawatt. Das waren auch hier schon im August 90 Megawatt. Das sind jeweils Einzelanlagen an 9 Megawatt, das heißt, hier waren es 10 Anlagen, hier waren es 11 Anlagen, die hier ans Netz gegangen sind. Und Biomasse war sehr klein, 1,4 Megawatt nur. Was wir auch noch kurz anschauen können, sind die Batteriespeicher im Zubau. Hier haben wir 130 Megawatt zugebaut im September und wir können auch die Kapazität uns anzeigen lassen, das sind 190 Megawattstunden. Das heißt, pro Megawatt sind es ungefähr 1,6 Megawattstunden Kapazität oder pro Kilowatt Leistung sind es ungefähr 1,6 Kilowattstunden Speicherkapazität, die da jeweils zugebaut werden. Ja, so viel zum Zubau erneuerbarer Energien. Da gehen wir zur Stromerzeugung im Monat Oktober. Wir schauen uns zuerst das Kreisdiagramm an. Wir wählen hier Monat und blättern von November 1 zurück. Wir sehen hier die Stromerzeugung im Oktober und wir sehen, wir hatten 50,6% erneuerbare Energien. Das ist doch sehr gut. Und dann hatten wir Kernenergie. Ich muss da den Bildschirm etwas kleiner machen, dass man es richtig sieht. Na, Text ist immer noch etwas weg. Hier ist die Kernenergie auf jeden Fall mit 6% und die fossile mit 42%. Großteil der erneuerbaren Energien ist natürlich wieder Windenergie, aber auch bemerkenswert ist die Solarenergie, die doch sehr stark war. Wir schauen das Ganze auch nochmal als Balkendiagramm an. Hier Balkendiagramme und gehen zurück auf den Oktober. Und da bei der Anordnung können wir jetzt von gestapelt auf gruppiert zum Beispiel übergehen. Dann haben wir Kernenergie einzeln und dann haben wir die Erneuerbaren und die Fossilen. Und wir sehen, wir haben mehr Erneuerbare hier in der Mitte als fossile Energien. Und was auch ganz toll ist für einen Oktobermonat ist, wir haben mehr Solarenergie im Oktober gehabt, 3,7 Terawattstunden zu 2,6 Terawattstunden bei der Kernenergie. So, und dann können wir auch noch mal alle einzeln anschauen. Zweimal klicken sind alle einzeln. Die Last machen wir mal weg. Und die Verbräuche können wir auch wegmachen. Wir sehen, Braunkohle war leider wieder die stärkste Energiequelle mit 8,8 Terawattstunden. Dann kam Wind Onshore mit 8,3 und Wind Offshore mit 2,4. Das heißt, eigentlich, wenn wir die zusammen addieren, sind es 10,7. Dann wäre Wind die stärkste Quelle. Dann kommt das Erdgas mit 4,25 grob Terawattstunden und dann kommt schon die Solarenergie mit 3,7, ungefähr gleich auf mit der Biomasse. Wir können uns mal alle Monate anschauen im Jahr. Dann gehen wir hier von Oktober auf alle Monate.
und da nochmal durchklicken. Und da bei den Kernenergie gibt es wenig Änderungen. Laufwasser ist auch ziemlich konstant. Und was nochmal wichtig ist, was wir gerade schon gesehen haben, die Solarenergie im Vergleich zur Kernenergie, die ja so dramatisch diskutiert wird zurzeit. Und wir sehen, wir haben im Januar und Februar mehr Kernenergie als Solarenergie gehabt, aber seit März bis einschließlich Oktober jetzt haben wir deutlich mehr Solarenergie, im Sommer sogar dreimal so viel oder viermal so viel. Hier zum Beispiel im Juni 2,2 grob zu 8,2 Terawattstunden. Da ist doch diese ganze Diskussion um die Kernkraftwerke, geht mir persönlich zumindest etwas zu weit. So, und jetzt gucken wir aber nochmal, wir vergleichen jetzt nicht alle Monate, sondern gehen nochmal zurück zum Oktober und vergleichen den mit den Vorjahren. Und da ist die Kernenergie natürlich eingebrochen, weil wir drei Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Ende Dezember, das war Grunde, Gundremmingen C und Brokdorf. Wasser war ungefähr normal für die Oktobermonate, also wir sehen hier die Oktobermonate von 2015 bis 2022. Wir schauen nochmal Braunkohle zum Beispiel, die war jetzt nicht übermäßig groß, auch Steinkohle war eher auf dem unteren Level und Erdgas hat sich im Oktober leicht erholt gegenüber den anderen Monaten. Das sehen wir nachher noch, insbesondere weil die Preise deutlich zurückgingen für Erdgas. Und dann schauen wir noch zu den Erneuerbaren. Wind Offshore war jetzt nicht so besonders gut. 2021, 2020 waren bessere Jahre. Wind Onshore war es genauso. 2021, 20, sogar 2019 war besser. Also da hatten wir jetzt nicht so viel Wind. Aber das Tolle ist die Solarenergie. Da haben wir 3,7 Terawattstunden gegenüber 3,3 Terawattstunden letztes Jahr. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Solarrekord gemacht. Und bei Solar machen wir ständig Rekorde. Die kommen natürlich auch vom Zubau. Aber 2022 ist auch ein super Solarjahr, das muss man sagen. Wir können noch auf die Importzahlen mal schnell schauen. Und wir sehen, wir haben früher im Oktober immer mehr exportiert. Negative Zahlen sind Exporte. Dieses Jahr war es im Oktober nicht so viel Strom, was wir exportiert haben. Dann gehen wir mal zu den Anteilen der erneuerbaren Energien. Und da sehen wir jetzt, im Oktober hatten wir diese 50,6%, die wir beim Kreisdiagramm schon gesehen haben. Und wir sehen so, die Monate sind eigentlich alle sehr ähnlich, zwischen 45 oder hier 43 bis 60% schwanken so die Anteile der erneuerbaren Energien. Das heißt, auf Monatsebene schwanken die Erneuerbaren nicht so stark, aber auf Tagesebene schwanken sie natürlich stärker. Hier hatten wir mal als Minimum 22% und maximal haben wir schon hier so knappe 75-76% erneuerbare Energien. Dann gehen wir mal weiter zu den Preisen und schauen uns da die durchschnittlichen Börsenstrompreise an. Auch wieder für den Oktober. Und wichtig ist da vielleicht der Day-Ahead-Preis. Da gibt es einen arithmetischen Mittelwert, 152 Euro, und den volumengemittelten Mittelwert, der ist auch ungefähr bei 152 Euro. Die CO2-Zertifikate waren im Oktober bei 69 Euro, die Tonne CO2. Und wir können uns noch das Gas anschauen. Hier, das liegt bei 82 Euro die Megawattstunde thermisch beim Gas. Jetzt gehen wir mal wieder Oktober auf alle Jahre und schauen uns da nur den Day-Ahead-Preis, zum Beispiel der volumengewichtete, an. Dann sieht man, dass wir hier dieses Jahr mit den 152 Euro schon ziemlich nah an den 137 Euro liegen, die wir vor einem Jahr im Oktober hatten. Das heißt, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind jetzt im Oktober gar nicht so groß. Da hatten wir schon zuvor extrem hohe Preise und das gleiche gilt auch für den Erdgaspreis. Hier, der ist im Oktober 2022 im Schnitt sogar niedriger als im Oktober 2021, wo wir 91 Euro die Megawattstunde, heute 82 haben. So, und dann schauen wir nochmal auf
nicht nur die Oktobermonate in den Vorjahren, sondern auf alle Monate, dann sehen wir natürlich, dass das Gas normalerweise schon günstiger war. Hier so 20, 25 Euro die Megawattstunde muss man rechnen. 2020 war es natürlich auch mit 5 Euro extrem tief, weil der Absatz gering war wegen Corona. Und dann haben wir aber schon Mitte 2021, schon lange bevor dem Krieg, einen deutlichen Anstieg im Gaspreis. Und wir sind jetzt wieder ungefähr auf dem Niveau vor einem Jahr, September, Oktober, vor einem Jahr. Im Moment, im November, die ersten paar Tage im November, war Gas auch sehr günstig. Mal schauen, wenn der November kalt wird, dann wird es natürlich auch teurer werden. Und wir schauen uns nochmal den Day-Ahead-Preis an. Auch der lag sonst irgendwo bei 30 bis 50 Euro die Megawattstunde und im Oktober jetzt diese 150 Euro. Das heißt, da war er dreimal so teuer. Aber auch hier sind wir eigentlich ähnlich wie September, Oktober letzten Jahres. Das heißt, die Auswirkungen des Krieges sind jetzt da nicht so deutlich zu sehen. Wir können die Preise jetzt uns nochmal anschauen, nicht nur für Deutschland, sondern für alle europäischen Länder. Und die schauen wir jetzt aber nur nicht für alle Jahre an, sondern nur für den Oktober, damit es nicht so viele Balken sind. Ich muss das nochmal auswählen für den Oktober. Und jetzt schauen wir mal nur an unsere Nachbarländer. Wir schauen zuerst Deutschland nochmal hier an mit 157 Euro. Und dann Österreich ist ein Nachbarland, da war der Strom teurer, dann ist Belgien ein Nachbarland, da ist der Strom gleich teuer wie bei uns, dann ist die Schweiz ein Nachbarland von Deutschland, elektrisch gesehen, da ist der Strom teurer hier. Dann kommen wir auf Dänemark, 1 und 2, Dänemark hat zwei Verbindungen oder zwei Strompreiszonen, beide sind mit Deutschland verbunden. In Dänemark ist der Strom günstiger gewesen im Oktober, dann kommt alphabetisch Frankreich. Da ist der Strom hier deutlich teurer als das Rote in Deutschland. Dann haben wir Italien Nord immer noch dabei. Das ist kein direkter Nachbar, aber über die Schweiz schon auch sehr eng an Frankreich und an Deutschland gekoppelt. Da ist der Strom immer am teuersten. Die Niederlande ist noch ein elektrischer Nachbar von uns. Da ist der Strom gleich teuer wie bei uns. Dann ist Norwegen 2 über Nordlink mit uns verbunden. NO2 hier. Und da ist der Strom günstiger wie bei uns. Dann haben wir noch Polen als Nachbar. PL ist hier. Und da ist der Strom günstiger. Und Schweden 4. Schweden hat 4 Strompreiszonen. Da ist der Strom besonders günstig. Und dann können wir auch das hier nochmal aufsteigend sortieren. Und dann sieht man, Deutschland ist hier so im Mittelfeld zusammen mit Niederlanden und Belgien. Und günstiger ist es hier in Dänemark, Polen, Norwegen und Schweden. Und teurer ist es in Österreich, Frankreich, Schweiz und Italien. Das waren die Preise. Und dann gehen wir noch kurz wieder zurück nach, von Europa nach Deutschland und schauen uns die Marktwerte an. Und Anordnung machen wir hier einzeln. Konfiguration können wir uns wieder die Werte anzeigen lassen. Und der Marktwert für Solarstrom lag im September. Die Daten kommen immer so am 11., 12. des Monats. Das heißt, die Daten für Oktober kommen erst am 12. November. Die gucken wir dann nächstes Mal an. Im September war der Marktwert für Solarstrom 31,67 Cent. Und die Einspeisevergütung liegt bei 8,2 Cent bei Teileinspeisung bzw. 13 Cent bei Volleinspeisung. Da habe ich schon eine neue Grafik gemacht, die muss ich auch noch uploaden, sehe ich gerade. Gut, dann haben wir das mal abgeschlossen. Die große Diskussion ist ja immer, was macht Frankreich? Die haben ja immer ein Problem mit der Kernenergieproduktion und wir schauen uns da auch mal die Balkendiagramme für Frankreich an und da den Oktober und vergleichen den auch mit den Oktobermonaten der Vorjahre. Doppelklick auf Kernenergie zeigt Kernenergie alleine und wir sehen, Frankreich hat im Oktober 20 Terawattstunden Kernenergie erzeugt und sonst sind es eher 30 Terawattstunden. Da
Das heißt, es sind 34% weniger Stromerzeugung aus Kernenergie als letztes Jahr. Und wir können uns auch ein Importsaldo angucken. Und wir sehen, normalerweise exportiert Frankreich hier kräftig Strom nach Italien, zum Teil nach Spanien und in die Schweiz. Sonst 4,5 Terawattstunden Export und dieses Jahr haben sie leichte Importe. Das heißt, diese deutlich geringere Kernenergieproduktion fehlt nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Ländern, die sonst in Frankreich gekauft haben. Die müssen irgendwo anders jetzt kaufen, zum Beispiel in Deutschland. Ja, damit bin ich grob durch. Ich wollte noch zwei kleine Sachen mit Ihnen besprechen, wenn Sie noch Zeit haben. Und zwar gab es hier, hatte ich getwittert, die Gaspreise, die wöchentlichen Gaspreise hier und habe gezeigt, dass die wöchentlichen Gaspreise jetzt gerade letzte Kalenderwoche mit 38,80 Euro die Megawattstunde thermisch so tief sind wie noch nie dieses Jahr. Und daraufhin gibt es dann immer sofort Kritik. Ich würde nur Spotmarktpreise zeigen, aber der Terminmarkt sei entscheidend und dass der Spotmarkt bei vollen Speichern einbricht, sei sowieso klar. Also der Terminmarkt oder Futuremarkt, da müsste man schauen. Das stimmt nur teilweise, weil wenn wir jetzt uns die Preise angucken, nochmal hier durchschnittliche Börsenstrompreise für Deutschland. Und wir haben da die Wochenansicht gehabt und wählen alle Wochen aus. So, und dann können wir den Day-Ahead-Preis jetzt vergleichen mit dem Gaspreis. Und Sie sehen, die laufen extrem parallel. Wenn wir das so vergleichen, ungefähr Gaspreis hier 96 Euro, Strompreis 216 Euro. Wenn Sie den Gaspreis mal 2 nehmen, dann kriegen Sie ungefähr immer den Strompreis. Und das macht ja auch Sinn, wenn ein Gaskraftwerk grob 50% Wirkungsgrad hat, dann braucht es doppelt so viel Gas und das ist dann der Strompreis. Das heißt, die Spotmarktpreise für Gas, die sind wichtig für den Strommarkt, insbesondere für die Stromerzeugung aus Gas. Und für den Endkunden, der mit Gas heizt, sind natürlich nicht die Spotmarktpreise ausschlaggebend, sondern eher die Futurepreise. Und einen zweiten, eher fast noch witzigen Tweet, sehen wir hier. Hier hat jemand getwittert, dass wir zum Beispiel am 12. oder vom 11. bis zum 12, 13, 14, vom 11. bis zum 14. Oktober eine Dunkelflaute gehabt hätten. Und das ist doch wohl eine sehr weite Auslegung des Begriffs Dunkelflaute. Wir können uns den 12. mal anschauen, den 12. Oktober, Stromerzeugung in Woche 41 war das dann. Und machen mal Solar alleine. Dann haben wir hier den 12. Oktober und da hatten wir 23 Gigawatt Solarstromerzeugung. Das heißt, die Solaranlagen liefen ungefähr mit 50% ihrer Kapazität. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die ja nicht alle perfekt nach Süden ausgerichtet sind, dass im Oktober auch die Sonne tief steht, das heißt, wir haben auch noch Kosinusverluste, da kann man jetzt nicht von einer Dunkelflaute sprechen. Wir hatten wenig Wind, dann kann man vielleicht sagen, wir haben am 12. hatten wir vielleicht eine Flaute, aber keine Dunkelflaute, weil die Solareinstrahlung, die war bestimmt hier bei 600 bis 700 Watt pro Quadratmeter und das ist keine Dunkelflaute. So viel zu dem, was bei Twitter gegangen ist. Und dann bin ich eigentlich durch mit meinem Vortrag und sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören.